Wenn Sie Nadwar besuchen, sollten Sie unbedingt das Landhaus des Dorfes besichtigen. Das fast 120 Jahre alte Gebäude geht 2021 in den Besitz der Jugendtanzvereins Nadwar über. Bislang wurde mehr als 1500 Gegenstände von 42 Spendern inventarisiert, von denen die meisten ausgestellt sind. Im ersten Raum des Heimatmuseums ist eine große Sammlung alter Fotografien und bemalter Möbel zu sehen. Wir haben vor 2 Jahren das Haus gekauft. Wir hatten Glück und konnten dank einer Bewerbung das Haus kaufen. Und der Besitzer dieses Heimatmuseums ist der eingetragene Verein Nadwarer Jugendtanzgruppe. Und wir haben auch die Sammlung koordiniert. Aus der ganzen Gemeinde haben bis jetzt mehr als 50 Personen gespendet. Die Zahl der gespendeten Einrichtungsgegenstände und verschiedene andere Gegenstände ist so bei 1600 Stück. Die meisten konnten wir ausstellen. Und bei unserer Sammelarbeit sind wir auf bemalte Möbel gestoßen. Und wir dachten immer, dass es nur in Jambik und in Hartau bemalte Möbel gab. Aber auch bei uns gibt es welche. Das älteste Stück stammt aus 1875 und bis 1912 haben wir verschiedene Teile oder ganze Möbelstücke ausgestellt, hier im ersten Zimmer, wo wir jetzt sind. Neben den Bildern können Sie auch eine alte Tracht sehen. Das Dorf hat die religiöse Tradition vor einigen Jahren wiederbelebt und die 4 Marienmädchen nehmen immer an der jährlichen Versammlung in Waschgut teil. Der Überlieferung nach wurde die Marienmädchen auch in dieser Tracht verheiratet. Marienmädchen wurden von dem örtlichen Pfarrer ausgesucht. Es waren maximal immer 12 Mädchen. Ab dem 12. Lebensjahr bis zur Heirat konnten sie in der Kirche dienen. Und sie haben auch das tragbare die tragbare Marienstatue getragen auf den Schultern. Und deswegen sind auch die Bänder anders gebunden auf dem Foto auf der Wand, also an der Wand. Immer auf der freien Schulter haben sie die Statue getragen. Im nächsten Raum könnten Sie alte Fotos und Dokumente über die Umsiedlung sehen. Außerdem gibt es mehrere alte Möbelstücke und eine Tracht aus den 1940er Jahren. In diesem Zimmer, was sehr wichtig ist, sind die Dokumente der Ansiedlungszeit auch zu finden. Nächstes Jahr feiern wir 300 Jahre Ansiedlung der deutschen Einwohner von Nadwar. 1724 sind 25 deutsche Familien hier angekommen in Nadwar. Die meisten sind auch hier geblieben, aber es gab auch welche, die weitergereist sind, zum Beispiel nach Apatin oder in andere Dörfer. Der größte Teil in diesem Zimmer ist schon ab den 40er Jahren. Es gibt auch Familienfotos und die geschichtlichen, historischen Dokumente sind auch hier zu finden. Wie die Dokumente oder Fotos von Malenki-Robot, vom Zweiten Weltkrieg, von Aussiedlung, von Vertreibung. Dieses Kleid ist auch schon die Tracht der 40er Jahre. Der nächste Raum in der Reihe erhält alte Säcke, Gebrauchsgegenstände und Abdrücke. In diesem Zimmer haben wir vor allem die handwerklichen Sachen ausgestellt. Es gab Familien, die fast über 400 Gegenstände uns gespendet haben. Und diese Spenden waren auch sehr wertvoll. In einem Haus fanden wir 260 Modeldruckmuster. Hier haben wir einige ausgestellt. Das ganze Alphabet haben wir gefunden. Und aufgrund dieser Druckmuster haben die Frauen ihre Kleider bestickt. Die Ausstellung endet in der Küche, wo man auch eine alte Speisekammer sehen kann. Das ist die Küche und hier haben wir auch eine Waschecke eingerichtet. Und wir haben noch eine Speisekammer. Das Landhaus ist voller Kuriositäten, sei es eine mehr als 180 Jahre alte Bibel oder eine Truhe, die unter dem Malenki-Robot hergestellt wurde.
neben der Ausstellung, dient das Gebäude auch als Gemeinschaftsraum, aber auch Gymnasiasten können im Landhaus ihre Zivildienststunden ableisten. Viele Besucher kommen mit Spenden. Ende September haben wir geöffnet und dann haben wir immer am Wochenende samstags die Öffnungszeit und es kommen immer wieder Leute, es kommen immer wieder solche Leute, die auch etwas mitbringen. Also es ist für uns sehr wichtig, dass die Jugend auch in diese Arbeit mit einbezogen wird. Zum Glück haben wir solche Jugendliche, die im Rahmen der schulischen Gemeinschaftsarbeit hier ihre Tätigkeit geleistet haben. Mit 10 Schülern konnten wir Inventar machen, die Ausstellungsgegenstände reinigen. Bei der Einrichtung haben sie geholfen und bei sehr vielen Sachen haben wir auch die Jugendlichen mit einbezogen. Die Arbeiten am Landhaus von Nadwar werden nicht aufhören, da man das Gebäude auch in Zukunft weiter verbessern möchte. Das Landhaus beherbergt auch wichtige Gemeinschaftsveranstaltungen, wie das Nationaldialekttreffen Retenwirtehom.